Mariana, wel wollt ihr machen? Den Pfingstreis auf Salzburg. Wer organisiert das? Das ist richtig. Wer sie organisiert, wird das von der katholischen Kirche. Es ist eine Gemeinschaft von jungen Salzburger, die das im Jahr 2000 zum ersten Mal organisiert haben. In 2000 sind da 50 Personen zum ersten Mal gekommen. Jetzt sind wir über 7000 Leute, die jedes Jahr an das Pfingsttreffen gehen. Wie viel sind ihr das im Wallis? Wer geht da alles mit? Wir sind eine Gruppe von 3-4 jungen Leuten, die vor ein paar Jahren haben gesagt, wir gehen da gerne mal schauen, was das genau ist. Und mittlerweile sind wir auch eine Gruppe von über 50 Leuten, die zusammen mit dem Zug da rausgehen und das wollen erleben. Was machen ihr denn da so? Wie kann man sich jetzt die Pfingstreise vorstellen? Was ist da auf dem Programm? Genau, also es ist schon so, aber wie gesagt, das ist ein katholischer Anlass. Wir gehen die Messe, wird die Rosenkranz beten, aber dynamisch, wird die Kirchenlieder singen, aber rockig. Und wir gehen beichten, aber nicht im Beichtstuhl, sondern unter freiem Himmel. Ihr seid junge Leute, die das machen, und das ist auch ein Ziel. Genau, wir sind die meisten leben zwischen 16 und 25 vorwiegend. Und genau, wir sind alles junge Leute, die sich irgendwo nach einer Einheit sehnend. Und genau, wir sind alles Leute, die gerne mit einem breiten Lachen durchs Leben gehen und merken, wie schön das Leben eigentlich ist. Und darum, wir fragen uns halt immer wieder, wieso dürfen wir das Leben so leben, wie wir es haben. Und genau, das ist auch in Salzburg, darf ich das immer wieder erleben, wie schön das man es eigentlich haben kann. Genau. Ja, das Ziel der Reise ist eigentlich, wir wollen den Leuten zeigen, dass Kirche weder alt verstäubt noch langweilig ist, sondern dass Kirche auch cool, dynamisch und jung sein kann.